Fräulein Kalenko, endlich lerne ich Sie mal persönlich kennen. Ich bitte, meine schlechten Manieren zu entschuldigen. Ich hätte mich schon viel früher vorgestellt, aber Sie sehen ja, ich bin ziemlich im Stress. Gestatten, Massimo Gattuso. Entführung, schwere Körperverletzung und was sonst noch alles dazukommt, gehört bei Ihnen also zum guten Ton? Nein, aber besondere Ereignisse erfordern leider nun einmal besondere Maßnahmen. Aber da Sie nun schon mal hier sind, darf ich Sie herzlich einladen, ganz exklusiv und aus der ersten Reihe einer Weltpremiere beizuwohnen. Darauf kann ich verzichten. Da würde Ihnen aber etwas entgehen. Sie werden Zeuge, wie meine neuen Marketingmaßnahmen die Menschheit in eine glücklichere Zukunft führen. Da bin ich aber gespannt. Völlig zu Recht. Sie kennen das doch sicher selbst. Tagelang überlegen Sie, welches Kleid Sie kaufen wollen. Dann noch ein Streit mit Ihrem Freund, ob man sich lieber für die rote oder doch eher die grüne Couch entscheiden sollte. Ich brauche keine Couch und schon gar keine grüne. Ich nehme den Menschen diese Probleme in Zukunft ab. Durch Gehirnwäsche? Ich nenne es Entscheidungshilfe. Dadurch bleibt den Leuten nicht nur viel Ärger erspart, sie haben auch viel mehr Zeit, sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Sie müssen zugeben, eine wahrhaft edle Geste von mir. Ich muss zugeben, Sie sind noch kranker, als ich gedacht hatte. Es geht Ihnen nur darum, Ihre Produkte zu verkaufen. Die Menschen sind Ihnen scheißegal. Schade, dass Sie meine Pläne nicht zu würdigen wissen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, sich daran zu stören. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss den ersten Testlauf vorbereiten. Und wenn ich Ihnen noch einen kleinen Rat geben darf, freuen Sie sich, bei diesem Schauspiel dabei sein zu dürfen. Wäre doch schade, wenn Sie Ihre letzten Stunden nicht genießen würden, oder? Lange kann es nicht mehr dauern, bis der Eiszapfen aus dem Rohr rutscht. Ich muss hier schnellstens raus. Und wie? hier irgendwie? Können wir irgendwas machen? Ja gut, das Papier denke ich mal eher nicht, dass das jetzt irgendwas bringt. Moment. Oleg passt mal wieder gut auf mich auf. Eine falsche Bewegung und ich werde mein Leben vermutlich in der Gletscherspalte beenden. Oleg, okay. Müssen wir den dann irgendwie ablenken oder irgendwas? Ich habe hier was, wonach ihr bestimmt schon sucht. Oh, das Teil aus der Wasserpumpe. Vielen Dank. Wir werden uns mit einem schmerzfreien Tod erkenntlich zeigen. Sehr freundlich von Ihnen. Oleg! Bau das Ding mal schnell wieder ein, damit wir es oben in der Station schön warm haben, wenn wir unseren Triumph feiern. Okay. Sie haben dann ein Auge auf unseren Ehrengast? Ich glaube nicht, dass unsere Prinzessin fliehen möchte, oder? Nein, natürlich nicht. Ist ja unheimlich gemütlich hier. Okay, dann müsste ich jetzt theoretisch aber das mit dem... Verdammt, wir haben hier irgendwo eine Störstrahlung. Wenn wir das nicht ganz schnell wieder in den Griff kriegen, müssen wir den Versuch abbrechen. So, aber jetzt, was machen wir jetzt? Och, Mann. Okay, weiß ich nicht. Wodka? Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier oben nicht irgendwie... Mein Fenster? Da oben müsste Max drin sein. Hoffentlich haben sie ihn noch nicht erwischt. Aber die kann ihnen jetzt keine Zeichen machen, irgendwie so nach dem Motto, ich will mit der Angel entfliehen. Oder mit dem Pömpel oder sowas. Bin ich hier überhaupt auf die richtigen Sachen? Und hier oben ist der Kran. Doch, das geht aber bis hier... Ach, ich kann den ich Kran selber Ich sehe keine Möglichkeit, benutzen. Den Kran nee. Von hier unten zu bedienen. Ein Lastenkran. Ja, weil ich habe gedacht, vielleicht kann sie so heldenhaft hier rausgeschleudert werden oder so. Da oben müsste Max... Wie machen wir ihnen jetzt ein Zeichen, dass wir mit dem Kran hier abhauen wollen? Gar nicht, so wie es auch sieht. Tja.
Feuerzeug. Okay, also das mit dem Kran, glaube ich, ist jetzt nicht so eine gute Idee. Den haben wir noch nicht. So nach dem Motto, lass uns einen saufen oder so. Maschine. Hinter seiner pseudoscharmanten Art steckt ein aalglatter und skrupelloser Oberbösewicht, wie er im Buche steht. Falls es Sie interessiert, eine Sekte ist soeben eingetroffen. Die sind gerade dabei, ihre oberirdischen Anlagen zu zerstören. Ja, sicher. Von wem werden Sie denn angeführt? Dem weltenrettenden Superhelden? Ich meine es ernst. Und ich glaube, Ihnen bekommt die Kälte nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Für solche Unterhaltungen habe ich keine Zeit. Die ganzen Geräte hier am Ende der Welt aufzubauen, das muss doch ein riesiger Aufwand gewesen sein. Wozu das Ganze? Die Geräte sind extrem empfindlich. Sie sehen die große Anzeige da hinten? Ist ja kaum zu übersehen. Das Projekt wird genauestens überwacht, weil jegliche Störstrahlung eine Fehlfunktion zur Folge haben könnte. Daher sind wir auch auf Nummer sicher gegangen und haben die Anlage unter der Erde aufgebaut. Okay. Frau Charleroi? Halt's Maul, sonst wird Sergej es dir stopfen. Ja, die ist ja nett. Eigentlich macht sie einen recht sympathischen Eindruck. So kann man sich täuschen. Ja. Noch einer, der mich die ganze Zeit verarscht hat. Ich nehme mal an, dass er Massimos Informationsquelle in Russland war. Mein Interesse an einer Unterhaltung mit ihm entspricht den Temperaturen hier unten. Laut Massimo wird da überwacht, ob die Bedingungen noch optimal sind oder ob es Probleme wie zum Beispiel Störstrahlung gibt. Derzeit scheinen alle Anzeigen im normalen Bereich zu sein. Ja, offensichtlich nicht, sonst würde hier nicht alles rot sein. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Damit will Massimo seine kranken Pläne verwirklichen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich jetzt hier machen kann. Ich meine, vielleicht könnte ich die Maschine heldenhaft mit einem Schraubendreher im Getriebe irgendwo stoppen oder irgendwas in der Art. Ich weiß es nicht. Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von... Ein Lastenkran. Ja, du sollst ja was mit... Ich habe Simurin, dass das irgendwas mit dem Kran zu tun hat. Das Problem ist nur, sie muss es ihm ja irgendwie... Ja, begreiflich machen, dass sie da was mit dem Kran machen möchte. Vielleicht kann sie dir bestechen und einen Flachmann anbieten oder so. Ich weiß es doch nicht. Ach so, das ist das Feuerzeug im Hintergrund. Ach, ich dachte, was ist denn das für ein komisches Zeichen, ja. Ich fühl's irgendwie. Ich bin dem Ende so nah, weil die Explosion steht ja auch kurz bevor und wir verplempern ja unsere Zeit. Indem ich einfach nicht weiß, was ich hier machen muss. Und das ist irgendwie scheiße. Kann ich auf mich selber irgendwie klicken oder so? Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von hier unten... Ich weiß, deswegen da will ich ja... Da oben müsste Max drin. Habe ich den Eimer jetzt eben schon gehabt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin hier schon so verzweifelt, dass ich schon gar nichts mehr weiß hier. Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe ja nur die paar Sachen, die ich hier anklicken kann. Kann ich Laut Massimo wird da überwacht. Ja. Kann ich rausgehen? Eigentlich eine selten dämliche Frage nach allem, was sie gesagt haben. Also ich habe jetzt alles angeklickt, was ich habe. Das ist der Kontrollpunkt. Sergej steht da vermutlich nicht nur zum Spaß.
Ja, aber was soll ich denn... Moment. Ach, da ist noch eine Kamera. Och, nee, ist nicht euer Ernst, ne? Och, nee. Flucht über den Kran? Na, wenn das mal gut geht. Aber eine bessere Idee habe ich auch nicht. Also, versuchen wir es. Viel Glück, Nina. Oben wird es wieder warm und der Champagner ist kaltgestellt. Unserer Feier steht also nichts mehr im Weg. Die Feier muss warten. Wir haben hier ernsthafte Probleme. Ach so. Was zum Teufel war das? Das verdanken wir bestimmt der kleinen Kröte hier. Aber nun ist Schluss mit lustig. Jetzt mache ich dich platt. Es tut mir leid, dass ich mich in dir getäuscht habe, aber Oleg war sehr überzeugend und... Schon okay. Du weißt ja, ich bin ein Mann. Ich bin nicht nachtragend. Komm, wir müssen zum Flugzeug. Die Leute von der Sekte warten bestimmt schon. Praktisch. Haben die Zombies besiegt. Ach nee. Papa! Ich glaube, wir haben uns einiges zu erzählen. Mein Vater hat monatelang versucht, die Geschehnisse wissenschaftlich aufzuarbeiten, gab dieses Vorhaben dann aber mit der Erkenntnis auf, dass es wohl doch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sich nicht mit Formeln erklären lassen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, hat eine kleinere Filmgesellschaft sehr großes Interesse an seiner Geschichte. Hausmeister Eddie schloss sich nach seiner Begegnung mit der Sekte unverzüglich den anonymen Alkoholikern an und blieb seither trocken. Tritt mit seiner markanten Stimme ab und zu als Sprecher für Goblins in Videospielen auf. Lisa wollte ursprünglich Fotografin werden. Das scheiterte allerdings daran, dass sie die Batterien in der Kamera nicht wechseln konnte. Auch die angestrebte Karriere als Fahrradkurier fand bereits nach 2 Stunden und dem ersten Platten ein jähes Ende, da ihr niemand den Reifen flickte. Jetzt verkauft sie an ihrem kleinen Stand am Kurfürstendamm magnetische Mikrowellenhamster. Was? Als die Polizei zum Museum kam, war Kanskis Leiche verschwunden. Wie ich am Amulett erkannt hatte, gehörte der Kommissar zu der mysteriösen Sekte, von der man seit ihrer Intervention in der Antarktis nichts mehr gehört hat. Unklar bleiben die Motive der Sekte. Hat sie wirklich nur zum Wohle der Menschheit gehandelt? Und ist sie wirklich verschwunden? Der Kanalarbeiter bemerkte gerade noch rechtzeitig meinen Schwindel und kündigte nicht. Eine Woche später landete er dann aber tatsächlich den Glückstreffer im Lotto, trennte sich von seiner Frau und lebt seither glücklich und zufrieden. Seine Unpünktlichkeit kostete Zugführer Karpin den Job. Die deutsche Konkurrenz nahm ihn aber freudestrahlend auf. Seitdem ist er täglich auf der Strecke Hamburg-Bielefeld im Einsatz.
Soldatin Romanova und Soldat Yushin beschlossen nach weiteren 2376 gemeinsamen Zigarettenpausen, das Rauchen aufzugeben. Seitdem verbringen sie ihre Freizeit damit, sich gegenseitig Nikotinpflaster auf die unterschiedlichsten Körperteile zu kleben. Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit konnten allerdings nicht bestätigt werden. Die Agenten Fetisov und Radenko verließen den FSB, um in Moskau eine Boutique für maßgeschneiderte Anzüge zu eröffnen. Das dramatisch aussehende Zugunglück hat übrigens keine Opfer unter den Passagieren gefordert. Die Wissenschaftler rätseln immer noch, ob der merkwürdigen Ergebnisse der von mir so brillant manipulierten Pflanzenanalyse. Der Dobermann ergriff beherzt die Gelegenheit zur Flucht und macht seither in den Fußstapfen eines seiner Vorfahren die Moorgebiete in England unsicher. Gewinnerin Sandrin landete bei ihrer Ankunft in Deutschland wegen des Schmuggels bedrohter Tierarten im Gefängnis. Wirt O'Brien wurde vor seiner Kneipe von einem betrunkenen Lastwagenfahrer angefahren, hängte daraufhin seinen Job als Wirt an den Nagel und gibt seither Rhetorikseminare an der Universität in Dublin. Ach du Scheiße. Sein Arzt empfahl Angler Foley, eindringlich mehr auf seine Gesundheit zu achten. Seitdem angelt er nur noch bei Sonnenschein, also zweimal im Jahr, und ist auf schottischen Whisky umgestiegen. Gast Klaus verlor durch die Schließung der Kneipe sein Zuhause. Heimat und ziellos zog er monatelang durch die Weltgeschichte, bis er schließlich in Gesthacht eine Bleibe fand und sich nun dem Rätseldesign von Grafik-Adventures widmet. Pförtner Fernando arbeitet zurzeit an seiner Gemäldeserie Die 1000 höchst unterschiedlichen Wachstumsstadien der Dattelpalme. Schwester Sabrina gewann dank unermüdlichem Körpereinsatz tatsächlich die Bürgermeisterwahl. 9 Monate später musste sie ihr Amt allerdings wegen Mutterschaftsurlaubs wieder abgeben. Und wer ist der Vater? Patient Puyol schaffte direkt nach der Fertigstellung des Innenhofs den Weltrekord im Kartenhausbau. Seitdem tingelt er durch zweifelhafte Samstagabendshows, quasselt sinnloses Zeug und verdient sich damit eine goldene Nase. Die äußerst bösartige Unterstellung, dieser Werdegang sei eine generelle Voraussetzung für eine Karriere im Fernsehen, weisen wir hiermit aber aufs Schärfste zurück. Ramon bastelt auf Grundlage der äußerst seltsamen Konstruktionszeichnungen von Manuel Perez noch viel seltsamere Figürchen aus Muscheln und verkauft diese zu Wucherpreisen an Touristen. Das Schurkenquartett wurde für sehr lange Zeit sprichwörtlich auf Eis gelegt. Damit bleibt Gedankenkontrolle in großem Stil weiterhin einem sehr beliebten Online-Rollenspiel vorbehalten. Welchen? Die Gehaltsverhandlungen haben wir hinter uns gebracht. Die Verträge sind unter Dach und Fach. Also freut euch auf ein Wiedersehen in Geheimakte 2. Max? Ja? Habe ich mich eigentlich schon bei dir bedankt? Nein, ich denke nicht. Das Flugzeug hat doch bestimmt einen Autopiloten. Das Ende. Kamera läuft. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also? Wenn ich was für sie tun kann? Das ist lieb. Schau mir in die Augen, Kleines. Sorry, hab den Text vergessen. Schnitt! Wissen Sie, was der Unterschied zwischen uns beiden ist? Bei mir sieht das Outfit cool aus. Schnitt! Nur weil ich irgendwelche Scheißfilme für Scheißleute drehe, heißt das nicht, dass ich gern Schauspieler bin. Außerdem war ich nicht hervorragend und ich war nicht ausgezeichnet. Ich war monumental! Ich war epochal! Kamera läuft. Was willst du nicht? Requisite! Bitte bringt die präparierte Eisenstange, ihr Spaßvögel. Mein Name ist Morangi. Ken Morangi. Kamera läuft?
Wenn ich das richtig sehe, könnte die Pampe jetzt eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Marmelade... Schnitt! Schwanger? Ich vertrage das Zugfahren nicht, tut mir leid. Drehen wir die Szene nochmal? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben sie sich wirklich doch mal so ein richtig, richtig geiles Ende ausgedacht. Aufgrund dessen, ja, muss ich mal schauen, ob ich das Ganze dann so zusammen hochladen werde oder ob ich das eventuell doch mit einem Cut machen werde, dass wir zwei Teile draus machen. Weil alleine den Abspann, der ist es auf jeden Fall wert, den komplett durchzugucken. Aber über 40 Minuten für eine Folge ist doch ein bisschen viel. Also ich denke mal, dass ich die letzten beiden Teile dann geschnitten habe. Wenn nicht, tut es mir leid, aber es war es mir wirklich wert, dass alles drauf muss. Ja, da es jetzt so lange gedauert hat, auch mit dem Abspann und alles, der übrigens wirklich köstlich gewesen ist, ich fand es echt nochmal ein heißes Ende oder so gesehen ein eiskaltes heißes Ende sozusagen. Ein wirklich sehr, sehr gut gemachtes Spiel. Gut, die Grafik könnte natürlich besser sein, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das Spiel ist 5, 6 Jahre alt oder so, mindestens. Und ja, selbst da könnte natürlich die Grafik besser sein, klar. Aber ich meine, es ist ein Point-and-Click und was will man erwarten? Also ich finde es absolut okay. Wenn jetzt der nächste Teil mit etwas besserer Grafik rauskommt, aber genauso geil gemacht ist, dann werde ich den auch wieder richtig feiern. Also ich bin ganz ehrlich, mir hat es mega, mega Spaß gemacht. Ein paar Rätsel waren echt, da hätte ich kotzen können, ganz ehrlich. Weil ich so lange rumgelaufen bin und alles irgendwie wie blöde ausprobiert habe und was weiß ich was. Ein anderes Rätsel, wo man eigentlich vielleicht denken müsste, okay, das ist viel zu schwer, habe ich dann durch Zufall ziemlich schnell gelöst, wo ich auch selber gedacht habe, nee, also keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und ich habe irgendwie so 3, 4 Sachen versucht zu kombinieren. Und am Ende habe ich wirklich einfach nur noch dran gehalten und versucht zu kombinieren, weil anders ging es wirklich nicht. Und ja, die waren dann auf einmal schnell vorbei. Auch in der Höhle zum Beispiel hier im Himalaya war es, glaube ich, habe ich auch gedacht, okay, das wird jetzt so eine mega große Episode. Ich renne jetzt da durch zig Höhlengänge und muss da keine Ahnung was machen. Und war dann in einer Viertelstunde oder so wieder draußen. Ja, das ist dann alles irgendwie nicht so, wie man es geplant hat, beziehungsweise wie man es gerne hätte. Aber es ist trotzdem, also es ist ein richtig, mein Fazit, es ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, auch gerade den Leuten, die es jetzt geguckt haben, wenn ihr sowas gerne selber spielt. Baphomets Fluch habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo. Ich meine, das müsste auch so in der Art noch sein, auch leider auch von der Grafik her, weil es schon sehr alt ist. Aber solche Sachen werde ich definitiv auch noch spielen, weil das ist, sowas habe ich mein Leben lang gespielt, Point-and-Click-Adventures und klar, die ganzen Ballerspiele und so und Simulatoren und solche Sachen oder hier so Sachen wie Anno, ist ja kein richtiger Simulator, ich komme aber gerade nicht drauf, so ein Aufbauspiel halt. Die Sachen habe ich auch immer super gerne gemacht und die ganzen Action-Sachen kamen halt erst später. Ich meine, die hat man als Kind oder Jugendlicher ja nicht so gespielt. Aber wirklich, also um das relativ kurz noch zu halten, absolut Daumen nach oben von mir. Und ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefallen hat, ob ihr es überhaupt komplett geguckt habt oder ob ihr vielleicht gerade erst eingestiegen seid. Dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, die restlichen Sachen auch noch mal durchzugucken, es sei denn natürlich, ihr habt das Spiel selber. Aber dann kann ich euch natürlich auch empfehlen, das Ganze nochmal anzugucken, falls ihr vielleicht irgendwo nicht weiterkommt. Ich habe manchmal auch lange gebraucht, bis ich das Rätselslösung hatte, aber ich habe es dann doch endlich geschafft. Hier nochmal kurz und knapp einen kleinen Verweis. Ich weiß nicht genau, wann ich es hochladen werde, vielleicht direkt im Wechsel mit Tunguska. Werde ich auf jeden Fall ein anderes Point-and-Click-Adventure hochladen. Vielleicht wird es zu diesem Zeitpunkt auch schon angefangen sein, aber ich denke eher nicht. Und zwar ist das Siberia 3. Mega, mega geile Grafik für ein Point-and-Click-Adventure. Ist eine 3D-Grafik, also wirklich der Hammer. Die Rätsel bisher stellenweise ein bisschen schwierig, ja. Aber ich habe es bisher noch ganz gut gemacht.
Aber ich will jetzt hier nicht übertreiben, jetzt nicht noch viel länger irgendwas hinterher sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz dolle fürs Zuschauen. Ich habe es durchgespielt, da bin ich sehr stolz auf mich, weil ich das leider nicht bei jedem Spiel schaffe. Ich versuche es natürlich immer wieder. Bei Tomb Raider zum Beispiel war das Problem, dass ich eben ein Grab festhing und wenn ich da neu starten wollte, quasi das ganze Spiel neu starten müsste. Und da habe ich gesagt, nee, ihr könnt mich mal. Ich habe es immer noch auf dem Rechner. Vielleicht kriege ich es irgendwann mal hin, aus dem Grab rauszukommen und erstmal was anderes zu machen oder das Grab zu bestehen, wer weiß. Aber naja. Ja, wie gesagt, also ich kann euch wirklich nur Siberia 3 empfehlen. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht, was ich jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich hochlade nach dem hier. Lasst euch einfach überraschen. Bis dann. Ciao.